Nachdem gestern die Märkte einen wahren Höhenflug erlebt haben, ist es heute Vormittag und auch während des Tages wieder bergab gegangen. Und der Dow Jones, der vor wenigen Minuten geschlossen hat, hat mit 10.749 Punkten abgeschlossen. Das ist ein Minus von 0,3%. Dafür steht der Goldkurs auf einem neuen Allzeithoch und das heißt auch immer etwas. Der Eurokurs ist wieder auf jenen Stand abgesackt, den er vor dem Beschluss des Hilfspaketes gehabt hat. Und die Ankündigung der Ratingagentur Moody's, die Kreditwürdigkeit Portugals und Griechenlands möglicherweise noch einmal herabzustufen, macht die Lage auch nicht besser. Und es stellt sich die bange Frage, bekommen die in diesen Tagen viel geschmähten Spekulanten neue Nahrung? Tag der Ernüchterung auf den Aktienmärkten. Die Händler sind nach dem gestrigen Kursfeuerwerk wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Das Vertrauen in den Euro ist doch nicht so groß wie erwartet. Das 750 Milliarden Euro Paket reicht trotzdem, meint der Chef des Internationalen Währungsfonds Dominik Strauss-Kahn heute in Zürich. Europa müsse jetzt Kurs halten. Man muss jetzt einfach dem Plan folgen, der beschlossen wurde, um zum Beispiel Griechenland wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Alle, die auf einen Zusammenbruch der griechischen Wirtschaft gewettet haben, werden Zeit und vielleicht auch ihr Geld verlieren. Gemeint sind die Spekulanten, die Europas Politiker als Hauptschuldige für die derzeitige Schuldenkrise ausgemacht haben. Eine Forderung, die auch Bundeskanzler Faymann gestern im ZIP2-Interview deutlich wiederholt hat. Sind es wirklich die internationalen Finanzjongleure, die den Euro in die Krise gestürzt haben? Ich würde das sehr vorsichtig sehen und ich würde sagen, Spekulanten sind nicht schuld an der Krise. Die Spekulanten machen keine Marktstimmung, die Spekulanten versuchen, diese Tendenzen auszunutzen und daran zu profitieren. Also die jetzige Krise, die der Staatsanleihen, haben die Spekulanten sehr wenig Anteil, denn die Staatsanleihen werden gehalten von sehr konservativen Investoren in der Regel, Pensionskassen, Banken, Versicherungen. Und für die sind diese Anlagen zu riskant geworden, die müssen jetzt verkaufen. Spekulanten können das Finanzsystem sehr wohl in Schieflage bringen, meinen Kritiker, und sie tun es auch. Wo es an den Finanzmärkten möglich ist, Geld zu verdienen, da wird es auch passieren. Und da wird auch keine Rücksicht genommen auf das Schicksal von Staaten. Insofern ist es notwendig, dass die Politik hier eingreift und wir müssen auch die Politik zur Verantwortung ziehen, die Finanzmärkte zu regulieren. Die Finanzmärkte sind von der realen Wirtschaft völlig losgelöst, meint die Expertin. Als Beispiel nennt sie sogenannte Leerverkäufe. Ein Händler borgt sich eine Anleihe aus, die er gar nicht besitzt, und verkauft sie. Und wartet dann eine Zeit lang und hofft, dass er sie billiger wieder kaufen kann und dann wieder zurückgeben kann. Das heißt, wenn der Preis der Anleihe in der Zwischenzeit gefallen ist, hat man durch einen Leerverkauf, das heißt durch etwas, was man gar nicht besessen hat, einen großen Gewinn gemacht. Und diese Leerverkäufe dürften auch zur Griechenland-Krise und zur Euro-Schwäche beigetragen haben. Ob solche und ähnliche Geschäfte weiter erlaubt sein sollen, das will man sich jetzt auf höchster politischer Ebene ganz genau ansehen. Im Studio begrüße ich jetzt den Investmentbanker Gerald Hörhahn. Guten Abend, guten Abend, Herr Hörhahn. Guten Abend, Sie wollen mir die Hand schütteln, das ist sehr ungewöhnlich. Guten Abend. Ich nehme an, Sie haben nichts dagegen, wenn ich Sie als Spekulanten bezeichne. Sie sind ja selber sehr offen mit dem, was Sie über sich schreiben in diesem Buch, das Sie vor sich liegen haben, oder? Nicht ganz, weil mein Hauptgeschäft ist eigentlich etwas ganz anderes, nämlich Unternehmen mit Kapital zu versorgen, für Unternehmen Kapital zu beschaffen und Unternehmen daran zu beraten, wenn sie ihr Unternehmen verkaufen wollen oder ein anderes kaufen wollen. Also klassische M&A-Beratung. Gut, gleichzeitig schreiben Sie über sich selbst, ich bin einer von den Typen, die ihr die Mittelschicht gerne gierige Abzocker schimpft. Jetzt frage ich Sie ganz einfach mal, haben Sie auf die Pleite von Griechenland spekuliert? Ich habe nicht auf die Pleite von Griechenland spekuliert, obwohl ich durchaus der Meinung bin, dass Griechenland und auch einige andere Länder in sehr, sehr große Schieflage kommen werden. Vielleicht sogar ganz Europa. Aber worauf spekulieren Sie denn jetzt gerade? Auf Inflation. Das heißt, Sie machen Geschäft damit, dass in Europa die Preise steigen? Ich mache kein Geschäft damit. Es ist auch, glaube ich, falsch zu sagen, Spekulation ist schlecht. Spekulation ist nur dann schlecht, wenn Sie nicht verstehen, worin Sie investieren. Und wenn Sie die Risiken nicht abschätzen können. Das haben viele Leute und auch viele Banken gemacht. Deswegen sind sie in so große Schieflage gekommen. Und Griechenland ist in Schieflage gekommen, wie auch andere europäische Staaten, weil sie dauerhaft mehr ausgegeben haben, als sie eingenommen haben und dauerhaft nur neue Schuldenberge aufgebaut haben, die niemand mehr zahlen kann.
Karin Kübelböck von Attac hat gerade vorher im Beitrag gesagt, Spekulanten verdienen Geld und machen ihre Geschäfte damit ohne Rücksicht darauf, ob sie einen Staat zum Beispiel in Schwierigkeiten bringen. Denken Sie an solche Konsequenzen, wenn Sie unter Anführungszeichen zocken? Ich glaube, die Spekulanten machen nur eines, dass sie Dinge schneller zum Tageslicht bringen. Wenn ein Staat seine Glaubwürdigkeit verliert, dass er seine Schulden nicht mehr bedienen kann, wird niemand mehr seine neuen Anleihen kaufen. Egal, ob die Spekulanten dagegen spekulieren oder nicht. Also das heißt, Sie meinen, die Spekulanten haben überhaupt keinen Anteil daran, was jetzt zum Beispiel in Europa in dieser letzten Woche konkret passiert ist? Sie haben es nur herausgefordert kurzfristig, aber der Trend wäre so und so gekommen. Sie haben es herausgefordert und damit viel Geld verdient? Teilweise, das werden wir noch sehen. Haben Sie eigentlich das Gefühl, dass Sie mit Ihren, Sie haben ja da recht klare Worte auch in Ihrem Buch gefunden, zum Beispiel, ich gehöre zu denen, die eurer, also Sie wenden sich an den Leser, ziemlich bescheuerten Meinung nach die Weltwirtschaft ruiniert haben, die ihr dafür hasst, dass sie dann auch dann fantastisch verdienen, wenn euch gerade wieder einmal die Folgen einer Wirtschaftskrise auf die Köpfe fallen. Haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie mit solchen Ansichten und mit Ihrem Handeln den Ruf einer ganzen Berufsgruppe irgendwie schädigen? Nein, es ist umgekehrt. Ich möchte der Mittelschicht aufzeigen, dass es einen anderen Weg geht als den des Hamsterrates. Die meisten Leute werden von der Gesellschaft gezwungen oder vom gesellschaftlichen Druck, dass sie dauerhaft mehr ausgeben, als sie einnehmen und dass sie ihr Leben auf Schulden finanzieren. Wenn sie das dauerhaft machen, landen sie im Hamsterrad und im schlimmsten Fall in Konkurs. Und es gibt aber auch einen anderen Weg, und der besteht aus ökonomischer Bildung, Kreativität und unternehmerischem Geschick. Und das zeige ich in meinem Buch auf. Gut, wir wollen jetzt nicht explizit über Ihr Buch reden, aber vielleicht darüber, über die Frage, was denn wäre, wenn alle das tun würden, was Sie tun. Dann gäbe es ja keine reale Wirtschaft mehr, sondern nur noch Menschen, die mit Geld Geld verdienen wollen. Es müssen wir, es werden auch nicht alle tun, aber ich glaube auch, dass Investmentbanker eine ganz wesentliche Aufgabe haben, nämlich Unternehmen, Länder, Staaten mit Kapital zu versorgen. Wenn sie keine Investmentbanker haben, dann werden Unternehmen kein Kapital für Wachstum haben. Das ist auch die Grundaufgabe eines Investmentbankers. Nicht die Herumzockerei, wie sie so gerne in den Medien dargestellt wird. Mhm. Das wird zwar auch gemacht, aber ist sicherlich nicht das Kerngeschäft. Sie reden gerne darüber, dass Sie sehr, sehr viel Geld verdient haben schon mit Ihren Geschäften, wie auch immer man die jetzt gerne bezeichnen möchte. Können Sie in einem Satz uns den Tipp geben, wie wir das alle nachmachen können? Ganz konkret, was soll man in dieser Situation tun? Ökonomische Bildung? Ja, das haben Sie schon gesagt. Aber was soll ich jetzt machen in dieser Situation, in der Europa, der Euro und die Finanzmärkte dastehen? Alles, was als sicher dargestellt wird, ist sicher nicht sicher. Das heißt, insbesondere Anleihen und fixverzinsliche Wertpapiere, Hände weg davon. Gott. Ob unsere Zuschauerinnen und Zuschauer von den Tipps hören, das wissen wir nicht. Sei dahingestellt. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihren Besuch im Studio. Danke sehr.